Damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Enkladum zu einem neuen Part. Grabbau. Okay, den habe ich versaut. Minecraft, Arno, Minecraft. Arno. Grabbau, Sonne. Ja, so ungefähr. So, wir sind bereit für den Nether. Hier sind wir schon im Netherhäuschen. Das Netherportal. Wir haben uns hoffentlich ausreichend vorbereitet auf den Nether und können jetzt mal durch das Portal flitzen. Ja, ich bin gespannt. Schauen wir mal. Da waren wir lange nicht mehr drin. Einmal waren wir kurz vor ein paar drin. Heute schauen wir mal kurz rein und vielleicht bleiben wir mal länger drin. Verbringen wir ein paar Parts im Nether. Nether Adventures 2.0. Auf geht's. Los, hinein. Mir wird gerade schwindelig, immer wenn ich durch dieses Netherportal gehe. Puh, ist immer wieder ein schlimmes Ding. Ist immer wieder. Puh, darf man keine Übelkeit kriegen. So, Spitzhacken haben wir dabei. Eisenspitzhacke, Steinspitzhacke. Ein bisschen Netherstein abgraben. Können wir gebrauchen. Ist grundsätzlich nicht schlecht. Ein Bett hätte man noch mitnehmen können. Ein weißes Well haben wir. Eine Werkbank. Eine Werkbank haben wir nicht. Aber ein bisschen Holz haben wir. Mal schauen, kann man das in dem Modus hier craften. Eine Werkbank können wir uns craften. Das wäre grundsätzlich nicht verkehrt. Eine Werkbank mit dabei zu haben. So, das Holz können wir erstmal hier verstauen, die Erde auch. Grundsätzlich sind wir ja gut ausgerüstet. So, eine Werkbank hier am Portal. Und was wollten wir? Ein Bett wollten wir. Wäre mal nicht schlecht. Ich denke, das kann man gebrauchen. Ich habe noch nicht so viele Erfahrungen mit dem Nether. Aber unter Umständen. Oh, ist das der richtige Weg? Ich habe mich scheinbar schon mal hochgebaut. So, schauen wir mal, dass wir den Weg da auch irgendwann wieder zurückfinden. Dass wir vielleicht nicht weit, zu weit weg vom Nether-Portal uns begeben. Und da ist ein bisschen Zeugs. Das kann man gebrauchen. Nether Quarz, ja, so heißt es. Nehme ich mit, sehr, sehr gerne nehme ich das mit. Das kann man nur gebrauchen. Wofür, weiß ich noch nicht so genau. Da bin ich noch nicht so erfahren, aber irgendwas wird es schon bringen. Und da drüben sehe ich was Interessantes, das scheint Grundgestein zu sein. Wir sind ja jetzt in der Hölle unter dem Grundgestein. Abenteuer am Höllenschlund. So schaut's aus. Bauen wir uns hier eine Basis aus dem Netherstein. Nicht aus diesem Bruchstein, sondern aus dem Netherstein. So, die Spitzhacken gehen schnell alle. So, machen wir den Boden hier mal wieder safe. Ich glaube, einen Netherstein kriegt man hier relativ leicht. Ja, eine Spitzhacke sollte man glaube ich schon nehmen. Das wäre nicht grundverkehrt.
Habe ich gerade irgendwas stöhnen gehört? Da hat doch irgendwas gestöhnt. Was mich gleich von hinten heimtückisch angreift. Ja, Fackeln hätten wir vielleicht mitnehmen sollen. Das wäre vielleicht auch nicht grundverkehrt gewesen. Das vielleicht wäre vielleicht eine gute Idee gewesen. Aber ja, wer braucht schon Fackeln? Ist ja hier so hell. Ist da jemand im Dunkeln? Wir sollten uns hier irgendwie einbauen. Weil wenn man Sachen hier im Nether verliert, kriegt man die nicht so schnell wieder. Das ist nicht so toll. Wenn man hier stirbt im Nether, sollte man tunlichst vermeiden. Was grunzt denn da? Das macht mir doch Angst. Ich versuche hier erstmal im Halbdüstern meinen Spitzhacken kaputt zu machen. Nein, ich versuche hier den Boden dicht zu machen, dass wir hier nicht runterfallen. Es wird da so ein bisschen ja, so geht's auch. Die Wand zu. So ein kleines Häuschen. Ein kleines großes Häuschen uns errichten. Das wäre nicht schlecht. Dann gehe ich gleich als nächstes Fackeln besorgen. In der Hütte habe ich auf jeden Fall noch welche. Also nicht in der. Und liegt noch ein bisschen Quarz. Oh gut. So ist da liegen bleiben. Ziemlich still hier im Nether. Da muss ich doch gleich Hintergrundmusik einblenden. So. Hier mal ein bisschen was Quadratisches machen. Das scheint Erde zu sein. Wir brauchen dringend, aber sowas von dringend, Fackeln. Nachdem ich das hier gerade mal gesichert habe, mir hier mal so ein Safe Place gemacht habe, können wir gleich uns nach unten auf den Weg machen. Nicht nach unten, sondern nach oben. In die gute Welt. Raus aus der Hölle. So, ich gehe mal kurz raus. Ich muss mich ja mal fast übergeben, wenn ich aus dem Nether oder in den Nether reinkomme. Bah, schlimm. Hier haben wir ein paar Fackeln. Draußen ist es Nacht. Schlafen. Warum nicht? Ach, nehmen wir uns doch hier mal ein paar Fackeln mit. Schaden tut's doch nicht. Hier brauchen wir sie gerade sowieso nicht. So, zack. So, komm mit. Zwei Fackeln. Drei Fackeln. Vier Fackeln. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Ja, so hell muss es hier dann auch nicht sein. So. Ein bisschen düsterer gemacht. So elf. Elf Fackeln. Reichen erstmal. So. Ja, gut. Steck hier im Schleier fest. Endlich kommen. So, Licht.
Licht ins Dunkel bringen. So. Und ich grabe ich mir ab. Zack, zack. Oh, Nether Quartz. Sehr gut. Das brauche ich gern. Das nehme ich gerne. So. Erde. So. Hier ein bisschen abgraben. Nehme ich mit. Verzichtet man doch nicht drauf, sein bisschen Nether Quartz mitzunehmen. Hier noch ein Stückchen, hier noch ein bisschen. Zack, zack. Schön fein mitnehmen. Irgendwofür werden wir das schon brauchen können. So. Und wieder zugebaut. Ja, ich verbringe hier heute den Part, damit ein kleines Viereck zu bauen. Ein Safe Point, so ein bisschen eine Basis, wo man sich einigermaßen sicher fühlen kann. Wo man hier ein bisschen von den Monstern, der womöglich draußen rumtoben, wo man sein Bett aufstellen kann, wo man so ein bisschen halbwegs zu Hause sein kann. Das ist der Plan. So. Hier von der Decke können wir was nehmen. In der Hoffnung, dass da nichts runterfällt. Auf unseren Kopf. Der mir uns nicht auf den Kopf fällt, hier in der Hölle. Jo. Hier versuche ich mal dicht zu machen, wer weiß, was da aus dem Rachen der Hölle, aus dem Dunkeln hervorkommen kann. So. Machen wir dicht die Mauer. Die Mauer muss weg. Nee, die wird gerade gebaut. Die muss nicht weg. So, hops. Hopsana. Hier mal zugemacht. Steine von hinten nehmen. Ganz vorsichtig im Nether. Ja, ich verhalte mich noch nicht sonderlich vorsichtig, ich weiß. Oha, vor allem weil ich gerade hier runtergefallen bin. Nicht gut. Hier geht's hoch. Hinauf. Hier müsste man eine Luke einbauen, aber nichts da. So, hier könnte man auch schon dicht machen. Zack, 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 die Luster wird hier. Ein kleines Viereck gesichert. Mein Raum, mein Space. Da können wir dann ausbrechen, können wir ein bisschen rausgehen. Uns fortbewegen, aber das war hier erstmal eine Basis haben. Eine Netherbasis. Ich denke, das ist nicht grundverkehrt. Ich mache hier bestimmt einiges falsch, aber sich zum Anfang mal was Kleines zu bauen, ist bestimmt nicht grundlegend falsch.
So, ein bisschen Sicherheit braucht man auch in der Hölle. Ja. So, stopf's noch. Zack, zeig dir, zack. So, hier. Und da wird die Wand dicht gemacht. Und hier kann da eigentlich keiner mehr durch. Außer von oben. Das ging auch noch hin. So hoch komme ich nicht. So, hier mal wieder ein bisschen was abgraben. Ja, es wird vielleicht ein bisschen stupider mit dem Abgraben, mit dem Wände bauen. Aber auch das muss sein. Wir bleiben ein paar Parts länger hier. Da haben wir noch genug Zeit, hinauszugehen. Sicherung zuerst. Dann können wir weiter gucken. So, da ist dicht. Ganz gechillt. Im Nether. Das wird selten wieder vorkommen. Die Spitzhacken sind doch sehr schnell verbraucht. Das ist blöd. Die brauchen wir bestimmt noch. So, mach zu. Oha, ich höre schlimme Geräusche. Umso schneller müssten wir hier zumachen. Oha. Nicht, dass da was von oben kommt. Und durch die Mauer kriecht. Einen Nether-Tod können wir nun gar nicht gebrauchen. So. Ist eigentlich schon ein bisschen abgesperrt. Haben wir hier eigentlich schon ziemlich gut gesichert. Macht bestimmt niemand. Ich bin jetzt hier der Einzige, der sich so dermaßen sichert. Aber scheint mir das Vernünftigste zu sein. Und ich höre halt auf meinen Instinkt. Und auch wenn es vielleicht sehr noobhaft ist, mache ich es doch. Ich bin lieber an einem Punkt in Sicherheit. Und wirke dadurch ein bisschen laienhafter, ein bisschen noobiger, ein bisschen anfängermäßiger. Und gehe dafür einmal weniger drauf. So. Dann haben wir gleich hier unsere kleine Viereckbasis. Ich weiß nicht, war heute nicht so spektakulär. Speck. Die Betonung liegt auf Speck. Noch keine Monsterschweine getötet. Ja, wie gesagt, wir werden ein paar Mal raus und reingehen. Aus dem Nether bestimmt. Vor allem um die Quarz und anderen Steine und Schätze zu sammeln in der Kiste. Oha, da ist noch was offen. Schließe.
So, hier. Bloß nicht das Portal abbauen. Das wäre tragisch. Da kommen wir hier nicht mehr raus. Da hängen wir hier für immer drin fest. Das Portal brauchen wir noch. Aber dringend. So, jetzt haben wir hier gleich die dicke Form schön gemacht. Verschönerungsarbeiten jetzt hier. Ein bisschen Niederstein müssen wir auch wieder mitnehmen. Das ist bestimmt nicht so nutzvoll wie der Quarz. Aber ein wenig nützlich wird das schon sein. Irgendwo zu Sachen aus dem Nether können nicht so schlecht sein. Jo. Können wir hier ordentliche Schätze sammeln. So, hier noch ein paar Fackeln hin. Dann müssen wir den Part, glaube ich, schon gleich beenden. Meine Uhr sagt mir, dass wir schon ein Weilchen aufnehmen. Kommt mir gar nicht so vor. Aber in der Tat nehmen wir da schon ein bisschen auf. Hier mal zwei Fackeln ans Portal, damit man es auch sieht, wo hier irgendwie die Tür aufbrechen, durchgehen. So, Bett hingestellt. Ja gut. Das habe ich jetzt nicht gewusst. Kann der Mann im Nether nicht schlafen oder? Das war jetzt bestimmt ein voll lustiger Fail. Habe ich das ganze Ding in die Luft gesprengt oder was? Zwei ist in die Luft gegangen. Ja gut. Hier wieder in der Hütte. Ja, alles klar. Haben wir uns komplett mit unserem ganzen Stuff in die Luft gejagt. Ja, da ist ein bisschen Niederstein. 3. Ich guck mal, was wir hier noch so haben. Aber ja, sieht ja schlimm aus. Nur Zeug irgendwie sichern. Ah, Ich brenne. Au. Ich sterbe. Noch nicht. Okay, wir haben unser Zeug irgendwie ein bisschen wieder. Teilweise. Und die Basis ist dann wohl im Eimer. So viel zum Thema Basis im Nether errichten. Ja, gut. Haben wir heute den Part so ein bisschen für die Katz gehabt. Aber eine wichtige Lektion gelernt. Scheinbar kann man Betten im Nether nicht wirklich verwenden. Bringt jetzt nicht so viel Positives, würde ich mal behaupten. Ja gut. Dann bin ich mal raus. Ich würde sagen, Daumen nach oben, sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Es ist nicht jeder Part so. Naja, nicht jeder zweite, aber immerhin nicht jeder. Ich bin nämlich nicht immer so trottelig. Meistens, aber halt nicht immer. Joa, habt noch einen angenehmen Fürstentag. Man sieht sich dann im nächsten Part hier im Nether wieder. Sieht doch hübsch aus, hier mit den ganzen Flammen und dem Feuer. Ja, Im nächsten Part bauen wir uns keine Basis.
stellen hier nur mal eine Werkbank auf und markieren uns, wo das Portal steht, und dann schauen wir mal, wie wir die Umgebung hier noch erkunden. Stürzen uns einfach drauf los und schauen wir mal. Haut da rein. Ich verstecke mich hier in der Nische und sag bis dann und ciao.